Einen fröhlichen 1. April wünsche ich euch. Keine Sorge, ich möchte euch nicht reinlegen, sondern ich spiele ein paar Spiele, die mit April Fools getaggt sind, um zu sehen, was uns da so erwartet. Das ist ein interessanter Hintergrund. Ich weiß nicht mal, ob das so ist, weil heute der 1. April ist oder ob das zum Spiel gehört. This appears to be some sort of action spin-off. Und ist das jetzt hier? Press X. Dö, dö, dö. Okay. Was? Achso, das hat mich nicht gekillt. Das sah so ein bisschen danach aus. Set is jump. Das war natürlich so beabsichtigt. Hey, aber falls das ein April Fools Game sein soll, dann ist das schon relativ gut gemacht und ohne dass irgendeine Scheiße passiert, oder? Also ich weiß zwar nicht, was ich hier so machen soll, aber. Ah, hier kann man doch noch nach rechts. Ja, oder auch nicht. Wow, die Alligatoren! Okay, das geht nicht. Mann, ey. Oh, wait, 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 wait. Kann ich über das Wasser so? Ach, jetzt fängt es doch nur so an, merkwürdig zu werden. Vorhin konnte ich so über das Wasser springen irgendwie. Hier oben kann ich ja noch lang. Wow. Ich kann ja einfach hier lang. Du. Wow. Okay, komme ich hier rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, niemals. Dann woanders hin. Ja, das ist gar nicht so ein wirkliches April-Scherz-Spiel, muss man sagen. Jetzt bin ich wieder hier. Fantastisch. Gut, ich lasse das dann mal so stehen. Wir machen weiter mit Open World Dog Poo Collector 2022. Run, Piece of Poo. Das hier sieht doch schon eher nach April-Scherz aus. Can you collect all 12 poos and find the gold poop of legend? Was stand da? Nuggets. Ist das Dogpoo, was ich da gerade einsammle? Who would do this? Wer bist du? The Elder's Ring. Ich habe gerade gedacht, da steht Elden Ring. Der hätte mich nicht mehr gewundert. Okay. Ja, wenn ich nur 12 einsammeln muss, dann habe ich es doch schon fast geschafft, oder? Wer bist du? Nee, das ist schon alles. Du hast schon recht, das ist alles sehr weird hier. Hört ja nicht mal Ton. Oh, hä? Ah, ich kann da einfach rein. The end! You win! Poop Party! Ah, ja, das war doch mal eine interessante Erfahrung. I don't have time for this shit. Tap to begin. Oh. Ich mag solche Spiele nicht. Oh no. Also es ist wohl auch am 1. April 2019 hochgeladen worden. Ob das jetzt ein April-Scherzspiel ist in dem Sinne, weiß ich allerdings nicht. Also recht witzig sieht es ja aus, nur. Ich persönlich werde da nicht viel mit anfangen können. Attack, attack, whack. Ja, das Spiel ist ganz schön whack. The April Fool. Feigt. Mann, wer ist das denn, ey? Heal all whack. Attack, attack. Das ist so shitty. Naja, haben wir wenigstens einen April Fool Typen gefunden. You lost. Ja, das wird ewig lange laden und ist wieder so ein Gacha-Game wie das andere hier. Lieber nicht. Wir machen weiter mit Virtual Pet. Here's a Dog. Und bei dem Sun habe ich schon gesehen, das wird nicht nur ein Hund sein. Oh, aber es lädt schneller. Das ist eine gute Sache. Das ist die Überbrückungsmelodie. Made with Unity. Wir machen es nochmal größer, ne? Plus one dog. Plus 10 dog. Boing. Ja, ich muss auch die Soundeffekte selber machen, leider. 100. Ich weiß nicht mal, was das für eine Zahl, weil es abgeschnitten ist.
Es sind zumindest sehr viele. Mann. Nochmal, nochmal, ich will noch mehr, 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 mehr. Ja, das wird wohl nicht so schnell aufhören. Gut. April Fools 2019 Darks. So, und jetzt habe ich Angst. In der Beschreibung zu dem Spiel steht: A Dating Simulator with a Surprising Twist. Jumpscare incoming? Fragezeichen. This is an April Fool's joke that I made in like 5 hours. Also wird es auch nicht so lange dauern, bis der Twist kommt. Oh, es dauert wieder etwas. Wir können also in der Zeit können wir die Beschreibung weiterlesen. A sweet dating sim that may seem normal at first, but has a very shocking twist. Oh nee. Play, was kommt denn jetzt so? Ich mach schon mal den Ton leise. Enter Name. Sack, Pfeifen, Olaf. So, Sack, Pfeifen, Olaf. Wird das hier deine große Liebessuche? It's me. Du bist sogar schon in dem Ei drin, ne? Ja, wie geht das jetzt weiter? Achso, mit Leertaste. Ding. Haha, sorry about that. I like to joke around with new people. Ich habe solche Angst. Anyway, I'm Ding, nice to meet you. Not gonna lie, you're pretty hot. What? Oh, sorry, huh? I like to joke. MP. Mann, das ist jetzt schon so auf übertrieben weird geschaltet, das Spiel. Da kommt doch safe irgendwas ganz Beklopptes gleich. Talking to a stick figure, ja. Look, I'm writing this right now in Notepad. I hope you enjoy this. Ja, ist ja ganz toll. Mann, ich will nicht. Ich habe Angst, dass hier gleich so eine richtige Kacke kommt. But I won't get ahead. Ja. How are you? Bad. What? I'm sorry. Hey, Sackpfeifen, oder? Can I tell you something? Nein. I'm Sans. Oh no. You've been April Fooled. Das war jetzt eine Undertale-Referenz. Und deswegen habe ich mir solche Sorgen gemacht. Wow. Flying Freddy. Great for friends. Was steht hier so? Frequently farts after eating spicy food. Oh, das ist doch genau mein Metier hier. Ich kann das nicht mal größer machen. Doch jetzt, nachdem ich da die ganze Zeit drauf gedrückt habe, geht's. Also, Farting Freddy's Flying Flatulence. Nur wegen der Alliteration. Stand da gerade irgendwas mit Pootorial oder so? Oh, okay. Mit der linken Maustaste mache ich das. Retry. Ah, und das ist dann was zum. Oh, beim Scheißhaufen sterbe ich instant. Oh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Taco. Taco! Taco. Es kann denn jeder für sich selbst entscheiden, Taco. was man jetzt dazu denken soll. Ich mag auch, wie das Wasser mal so abgeschnitten ist da unten. Das andere will ich gar nicht kommentieren. Das spricht für sich. Oh Mann. Oh nein, Taco und dann Kaka. Ach, das ist so Invincibility oder was? Unverwundbarkeit. Jaco. Taco. Ja, ich denke, wir haben alles gesehen hiervon. Das war lustig, so für 2 Minuten. Dann Fruit Matcher Lights. Can you match all three fruits? Klingt ja erstmal normal. Hat nicht wirklich was mit April Fools zu tun. Es sei denn, das Bild bleibt so, dass hier am Rand so. Ja, okay, nee. Das sieht richtig aus. This game features flashing lights. Oh oh. Man kriegt man hier Epilepsie oder was? Ist das der April Fools Joke? Stop. Was? Das kann man doch gar nicht schaffen, oder?
Ich glaube, das ist der Gag. Dass man das überhaupt nicht schaffen kann. Man kann das schaffen. Oh. Aber wenn man es halt nicht schafft, dann hat man diesen Screen hier. You lost all your lives. Wait for an hour or make one easy payment. Comeback Generator. Hat. Oh, nee. Irgendwie. Warning. Product may result in an increasing amount of punches. Ja, ich will das größer machen. Ich habe gerade nach einem Fullscreen-Button gesucht, aber irgendwie gibt's das oh, hier wohl thanks, nicht. Man. What? Well, I could say the same thing about your mother, but I think it would jeopardize our friendship. So, das ist einfach nur so ein Friendship-Button und dann hört man halt irgendwas. Thank you. Ja. You too. Dann hört man irgendwas als Antwort auf eine Beleidigung, die man sozusagen ausgesprochen hat. Aw, thanks, man. Thank you. Thank you. You. I don't think I've ever been more attracted to you in my entire life. Oh, jetzt wird's doch langsam etwas weird. I love constructive criticism. Gut, zum Schluss also Taking Care of a Box Simulator 2K18. I literally have no idea what I made. Made it like 10 to 30 minutes. Run, I have no clue. Und kommentiert von Waschbär vor 4 Jahren. It's perfect. Das ist doch mal eine Rezension, die Lust auf mehr macht. Warning, there are extreme... Oh, nicht schon wieder Epilepsie. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob ich das so zeigen kann. Es ist jetzt nicht so stark am Flashen, glaube ich, aber... Ja, und ich kann auch gar nichts machen. Ich kann das hier nur angucken. Gut, dann war es das wohl, weil ich diese Box angeguckt habe. Habe ich die Aufgabe des Spiels erfüllt und wir sind durch. Das war jetzt doch relativ lustig, muss ich sagen. Wie gesagt, meine größte Sorge war bei Ding, was da kommt. Und sonst waren das doch ein paar witzige Spiele. Bis zum nächsten Mal. Ciao.